Oh. Daneben. Und jetzt. Und hinter uns ist noch was? Der will doch aber auch nicht sinken, mein Guter. Wir wurden in Brand gesteckt. Wo ist denn das? Hey, wo ist unser Verbündeter? Wir gehen an, da. Alles klar. Ja, ich bewege mich ja schon. Ich versuche. Ich versuch's ja. Schneller. Ah, verdammt. Okay, wir kommen näher. Okay. Stopp. Das Schiff darf nicht sinken. Es ist unser Ass. Gehen am Tor zur Hölle! Da können wir mehrere treffen. Sind bereit, Sir! Ich versuch's ja gerade mit dem Mörser, aber... Bereit zum Feuern, Kaya! So, das mit dem Mörser und... Ernsthaft! Der nächste Tipp! Feuer! So, hier, komm! Feuer! Gehen am Tor zur Hölle! Ich hab wollt das mal ganz kurz aus, auch wenn es mir nichts wirklich was bringt. So, Mörser und dann... Boah, wie viele sind das denn? Da ist sie am schwächsten. Stopp! Sie stehen am Tor. Wunderschön. So, Mörser. Mörser. Stopp. Nicht erwischt, okay. Dass das Feuerschiff explodiert gleich. Glaube ich aber ein weniger. Feindliches Feuer! Wir können den Kampf. Nun weg von der Flotte und wir haben es geschafft. Was soll ich die doch noch besiegen oder was? Ach du Scheiße, ich muss da runter, ich muss da durch. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein, was habe ich eigentlich für ein Schiff? Ich habe keine Ahnung, was für ein Schiff. Das Obia kommt ganz von allein. Das ist noch nicht vorbei. Oh, weg hier. Wenn das uns trifft. Weg. Wir müssen einfach nur wegfliegen. Einfach nur fliegen. Ich weiß, wir müssen schneller segeln. Okay, schneller. Wir müssen einfach nur segeln. Segeln. Das eine Schiff ist noch ganz dicht hinter uns, aber wir schaffen das. Ja, wir schaffen das. Und jawohl. Einhol! Hui! Alter Schwede. So ein Gemetzel. Brennt ihr Bastarde! Schiebt euch euer Pardon wohin, Governor! Tanzen herum, als hätten sie Beute gemacht. Was für ein schönes Wetter. Ja, Schiff mit dem Mörser versenken, 3 von 3. Ein Schiff mit Hilfe von Fässern versenken. Oh, das war's zweitens. Okay, yay. Wir bewerten natürlich Strong und bestätigen. Ja, yeah, vielen Dank für Ihr Feedback. Wir danken auch. Jo. Und weiter geht's. Ja, nachdem wir den Governor besiegt haben jetzt, ne? Archiv mit Anlag, der Hammer Force, Kapitel 7 abgeschlossen. Tja, nachdem wir Kapitel 7 jetzt durch haben, der Gouverneur besiegt ist, ich frage mich, ob der jetzt tot ist. War der auf dem Schiff? Glaube ich ja eher nicht so. Ah, vielleicht erzählt uns dieses... Wow. Ahoi, Kid. Hast was verpasst. Ei. Schade, das mit Nassau. Und Blackbeards feiger Abgang. Oh, wir kümmern uns um Thatch. Wayne ist zu ihm gefahren und ich fahre bald hinterher. Mehr ist nicht übrig von deiner versuchten Demokratie? Ei. Wir tun hier, was wir wollen und wir lassen uns Zeit dabei. Meine Güte, Admiral. Lockt dich denn nur noch der Gestank von Reichtum aus der Reserve? Was ist denn in dich gefahren? Wirklichkeit, Freund. Wirklichkeit. Pass auf, dass er dich nicht zum Trinker macht, die versoffene Ratte. Hey!
Ich lebe schon länger als die meisten, die diesen Weg gingen. Na, ob das jetzt so intelligent war, lieber Edward? Tja, das erfahren wir beim nächsten Mal, denn ich merke schon, dass ich noch nicht ganz gesund wieder bin und deswegen nehme ich jetzt auch gar nicht weiter auf. Ja, wir haben ein bisschen gefailt in der Aufnahme, aber beim nächsten Mal geht es dann hoffentlich putzmunter weiter. Und dann, wo sind wir überhaupt? Können wir hier mal unsere, ist glaube ich unser Hafen ist das, gell? Ja, das ist unser Hafen. Dann können wir hier mal ordentlich aufräumen, wir haben ein bisschen Kohle, glaube ich. Jo, 12.000 und dann schauen wir, was wir uns hier leisten können. Na denn, Antenne, bis später. Woo! Ach ja, unser kleines, liebliches Dorf. Da unten steht es. Und wir begrüßen euch alle herzlich willkommen zurück. Ach, das ist ja noch ein höherer Mast, natürlich drauf zu können. Naja, okay. Wasserfall, geil. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed. Ich gucke mal, ob ich hier gerade irgendwo runterspringen kann. Ohne zu sterben. Fleisch. Captain ist außen Bord. Ja, ja, ich weiß schon. Naja, auf jeden Fall herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed. In der letzten Folge waren wir ja ein wenig verpeilt. Also ich war ziemlich verpeilt. Ja, genau. Ich hoffe, das wird sich jetzt ändern. Und wir sind gerade bei uns zu Hause mit glatten 12.000. Ach, ich bin so blöd. Ich wollte eigentlich gerade noch die Schiffe machen. Hab nachgedacht, Captain. Warum errichten wir nicht ein eigenes Lagerfeuer am Strand? Den Jungs würde ein Ort zur Zerstreuung sicher gut gefallen. Was sagt ihr? Ich sage, das machen wir. 7.000 kaufen, sowieso. Na, wunderbar. Das hat 7.000 gekostet? Naja, gut. Gut, okay. Naja, wir werden mal... Obwohl, da hat sich gerade was gebildet anscheinend. Durch das Lagerfeuer. Yo, da ist irgendwas. Und das war schon vorher da, ich weiß es nicht genau. Drei Stoff. Wow. Das ist wirklich phänomenal. Na okay, auf jeden Fall werden wir jetzt mal ganz kurz gucken. Hier wird gleich noch viel mehr Dinge geben, die wir bauen können. Obwohl, ich glaube, wir haben sogar hier was gebaut. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob wir jetzt den, ob ich jetzt mit meinen Gedanken im Offline-Modus bin oder hier im Singleplayer-Modus. Ich weiß nicht, im Let's Play-Spielstand. Ich habe nämlich schon mal was gebaut. Hier lassen wir ja rein. Wir haben im letzten Mal, glaube ich, die Schiffe nicht mehr gemacht, weil ich ja dann doch abbrechen musste. So, zur Flotte. Kenways Flotte. Ja, ich habe mir auch gerade irgendein neues Update runtergeladen. Für 200 Abfragen. Nee, zu meiner Flotte hinzufügen. Oh. Zu meiner Flotte hinzufügen. Komm, die fragen wir mal ab. Mission erfolgreich. Weiterspielen. Weiterspielen. Oh yeah. Weiterspielen. Weiterspielen. Sie haben Fundstück Weltkarte erhalten. Ziemlich cool. Was haben wir hier gekriegt? Nichts. Okay, gut. Und weiterspielen. So, da haben wir eine Seeschlacht. Die machen wir natürlich gleich. Wählen einfach mal ein Schiff hier aus mit Geschwindigkeitsbonus. So, Schlacht beginnen. Flupp, Feuer fast ins Wasser und das war's auch schon. Wunderbar, haben wir das erste Spiel schon erledigt. 10 und 20 Kakaobohnen, wie es aussieht. So, weiterspielen, weiterspielen, weiterspielen. Dann haben wir hier... Moment. Hier haben wir noch Seeschlachten. Nee, nee, ich will Seeschlacht machen. Seeschlacht, genau. Auch wieder hier Geschwindigkeitsbonus und wir gehen in die Schlacht. Die Santa Eva Maria kann ruhig drauf gehen, das ist jetzt nicht so schlimm. Und wir schießen zuerst. Huch, was machen wir? Oh. Das hat nicht sehr viel... Oh, wir dürfen gleich nochmal. Das ist ja wunderschön. Dann kriegen wir das Foto noch. Und wieder hat die Santa Eva Maria keinen Schaden genommen. Wir haben aber diesmal nicht ganz so viel bekommen. Ich glaube, das ist rum hier. Bin ich mir jetzt gerade nicht sicher, ob das rum sein soll. Ist ja rum wie numm. So, dann haben wir hier noch eine... Seeschlacht. Dann gehen wir einmal mit der Santa Eva und einmal mit der... Jo, mit der rein. Erfolgsaussichten 2% abbrechen. Okay. Ja, dann nehmen wir halt die da.
Gut, dann hau mal drauf. Schaden macht das. Ah, okay, deswegen wahrscheinlich die Erfolgsaussichten zu gering. Nein, warum hilft mich da drauf? Wäre auch zu intelligent. Wir beide auf einschüchtern. Boah. Alter Schwede, das ist krass. Wenn jetzt eins von denen überleben sollte, dann haben wir echt ein Problem. Ja, wir haben echt ein Problem. Okay, ein Schiff von uns gibt gleich Power. Flupp, da ist die HMS Royal, flutsch. Andor. Wir machen Spiel mit der Andor. Sieg, okay, ja gut, da ist die HMS Royal, flutsch. Sieg. Routenrisiko verringert. Wir haben das erste Mal ein Schiff verloren. Unfreiwillig. Und jetzt geht es hier auch gleich mit der Seeschlacht weiter. So, jetzt haben wir es. Ach, da oben sind die Erfolgsaussicht. Das ist ja auch mal interessant. Das wusste ich nämlich gar nicht. Dann nehmen wir halt jetzt mal die Driton und die Odin. Allein mit der Driton war schon 100% gut. So gefällt mir das. So, die Odin darf als erstes. Jetzt schon mal dein erster Schoner weg. Ich glaube, der macht jetzt nicht zu viel Schaden. Okay, das ist ja nun wirklich nicht viel. Okay. Jetzt mal Nase geschnüpfelt. Und da haben wir das nächste Spiel gewonnen. Wir sind aber mal die Bros auf See. Neuer Status, fast sicher. Ich glaube, so eine Rechtsunsicherheit bleibt immer. So, dann machen wir auch hier nochmal ganz schnell. Hallo? Seeschlacht? Flup, 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 flup. Flup, 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 flup. Flup, die Odin, die Triton und die... Na, Moment, Glory. Und dann haben wir 100% und das wird jetzt gleich richtig abgehen. 3 gegen 3. Nur wir haben dann Mast mehr. So, wer darf zuerst? Lala. Die haben jetzt Odin ist ganz schön vorbeschädigt. Glory jetzt auch. Okay. Alter, die Triton hat ja übel Schaden eingesteckt. Was, das Schiff lebt sogar noch. Das ist ja krass. Okay, das ist weg. Und jetzt darf die Glory. Kommt schon down, 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 down. Jawohl. Ich setz mal mit. Okay, die drei Schiffe möchte ich mich ehrlich gesagt nicht verlieren. So, da haben wir auch dieses gefährliche Kampfchenchenchen. Auch süß. Und ein Feuerfass dazu bekommen. Wunderschön. Plus. Okay. Seeschlacht. Die Triton reparieren für 27 Kristalle, bestätigen. So, auswählen. Habe ich die jetzt so... Hä, ich raff das mit dem Reparieren manchmal nicht. Bestätigen und jetzt auswählen. Hä, verarsch mich nicht. Strong, reparieren, bestätigen. Was soll das? Rafft ihr das? Also wenn ihr wirklich da mal einen Tipp für mich habt, wie man das... Verarsch mich doch mal jetzt nicht. Ich habe genug Kristalle. Bestätige Reparatur von dieser Triton. Also wenn ihr dann einen Tipp für mich habt, wie das gehen soll, also ich habe da, ich weiß nicht, irgendwas mache ich falsch anscheinend. Wäre sehr nice, wenn ihr mir dann mal sagen könntet, wie das geht. So, bestätigen. Okay, das haben wir geschafft. Jetzt hier die. Bestätigen. Auch die haben wir repariert. Können wir jetzt die nochmal reparieren? Jetzt geht's auch. Ich raff das nicht. Na, okay. So, dann hauen wir mal ein Feuerfass drauf. So, Feuerfass, das weg und damit einem Schuss die Brick weg. Ja, ich komm, house down. House down, jetzt. Jawohl. Susi, ich stopp gerne. Die Glocke hat schon wieder Schade bekommen, aber es ist ja nicht so schlimm. Du bist ein echter Pirate, der macht das nicht. So. Keine Seeschlacht mehr, okay. Hier hinten sind noch sehr gefährliche Seeschlachten. Bitte.
So, da bin ich auch schon wieder. Das war gerade ein Niesanfall, gleich eines Erdbebens. Was ich mir gerade so überlegt habe, wenn ihr dieses Rumgewurschte hier in diesen Schiffsding vielleicht nicht sehen wollt, ich weiß ja, einige haben vielleicht damit ein Problem, dass ich das ständig mache. Ich weiß es ja nicht, vielleicht ist es langweilig oder so. Wenn ihr das vielleicht nicht sehen wollt, dann könnt ihr das mir auch schreiben, dann habe ich auch kein Problem damit, das immer vor der Aufnahme schnell noch zu machen. Zu der Barimbi-Salat halt nochmal. Ist ja an sich doch immer dasselbe. Und, es geht das wieder los, Alter. Wir reparieren die Slatan. Verarsch mich doch mal nicht. Wir reparieren die Slatan. Na, also geht doch. So, okay. Ja, wie gesagt, wenn ihr das nicht sehen wollt, dann kein Problem, dann mache ich das immer vor der Aufnahme noch schnell. Und, müsst ihr mal in den Kommentaren schreiben, ob ihr das hättet oder nicht. Und ich habe gesehen, dass der Herr Salazar, oder wie ihn der herabnimmt, Salazar, mittlerweile sogar fertig ist mit seinem Let's Play, mit dem Haupt-Let's Play. Boah, ne, ernsthaft, die Brick lebt noch. Mit 85 Folgen. Ich weiß nicht, was ich falsch mache, aber das schaffe ich auf jeden Fall nicht, 85 Folgen. Ich glaube, er hat eher auf die Hauptgrenze geachtet. Boah, Alter, das kriegt schon schnell. Krass. Ich kann richtig schnell down kriegen. Das macht mega Schaden. Könnte ich das Hand verlieren, wenn das Ding zuerst zuschlagen darf. Ja! Hui! Katalan heißt es eigentlich. Ich dachte, man kann die auch umbenennen. Es wäre ziemlich cool, wenn ich die Schiffe umbenennen könnte. Ich wüsste aber nicht wie. 100 Diamanten. Wow! Jetzt ist es nur noch gefährlich, okay. Machen wir natürlich gleich noch eine Seeschlacht. Das Problem ist halt, man muss die Routen natürlich auch freispielen erstmal, damit man die guten, teuren Aufträge machen kann dann. MS Glory, weil sonst möchte ich eigentlich die teuren Aufträge nicht machen, wenn da die Gefahr besteht, dass meine Superschiffe kaputt gehen. Bestätigen. Und MS Odin und so sind nun mal meine kleinen Schmuckstücke, wo ich glaube, es sind ja noch Level 34 oder so. Dieses haben wir zum Beispiel nur noch Fregatten und Bricks. Das heißt, es ist nicht mehr so gefährlich. Das würde gleich down gehen. Jetzt noch. Ui. Holla. Rauf mich zusammen. Ich habe dir nichts getan. Aber man merkt schon, unsere Schiffe werden langsam ziemlich schwach gegenüber den Gegnern. Weil wir natürlich auch... Ich weiß gar nicht, was stärkere Schiffe als Level 34 zu holen gibt. Wenn wäre ich sagen kann von der Idee. So, der Gatt ist down. Rick ist down. Der andere Rick darf jetzt angreifen. Okay, jetzt nochmal zu down. Jetzt können zwei, drei Schiffe vorher angreifen, glaube ich. Hier nur eins. Ach, scheiße. Ulalalala. Hat's ganz schön auf die MS Glory abgesehen, aber das sollte eigentlich trotzdem alles ganz gut werden. Jawoll, und droppen das Ding. Was, lebt noch? Ja. Gut, das war's. Die Homemade Station Odin. Homemade Station, alles klar. Okay, gut. Und da haben wir ein bisschen Tabak und ein bisschen irgendwas Getränkemäßiges bekommen. Und dann machen wir noch eine letzte Seeschlacht hier. So. HMS Triton, HMS Odin und die HMS Glory. So, reparieren noch mal kurz alles. Bestätigen. Geht gerade ganz schön was drauf, hä? Was an die für die Reparatur. Geht ganz schön teuer langsam. Kann man leider nichts machen. So. Oh, es gibt doch nicht, dass du wieder nicht repariert. Was mache ich denn nur falsch? Ich glaube eher, dass das ein Bug sein soll. Sein soll, es ist einer. So, und beginnen wir die Seeschlacht. Toll, Kanonenboot, wow. Oh mein Gott, nein! Der Schaden ist immens, wir können uns nicht halten. Oh mein Gott! Der kann aber ja nicht so schnell angreifen. Können wir jetzt auch mal langsam so... Oh, dieses Tweet greift zum dritten Mal an. Los jetzt! Klatsch, schoner Schuss. Oh, da so. Oder darf ich immer noch angreifen? Ich glaub's ja nicht. Und Flaube in your Segel.
50 Diamanten. Das ist ganz schön krass, 50 Diamanten für so ein kleines. Naja, okay. Ich glaube, die werden auch immer unsicherer damit der Zeit, ne? So, ich sag mal hier mal die Mission, wir wollen nicht alles durchgehen. Bündnis, machen wir sofort mit der Odin. Noch schnell reparieren. Und Schiffe senden. Woo. Jetzt hungrige Korsaren machen wir mit der Glory. Noch schnell reparieren. Flups. Schiffe senden. Hey. Ich glaube, umso öfter man die Route benötigt und benutzt, umso öfter, umso schneller wird es dann auch wieder unsicher, weil die Leute dann, weil die Typen dann halt merken, oh ja, das, die kommen hier öfter lang, weißt du wie? So, und Schiff entsenden. So, zurück. Dann machen wir Ostkanada, das ist auch noch sicher.